Und Schuss. Kinder im Mittelpunkt. Seit fast 20 Jahren laden die Franziskanerinnen von Siesen zum Kinder-Franziskus-Fest rund um das Kloster ein. Gemeinsam kreativ sein, im Spielen loslassen, sich als Familie neu entdecken, die Angebote überzeugen. Mir gefällt es, dass wir halt die Möglichkeit als Familien was zu unternehmen, in so einem christlichen Rahmen auch. Am Anfang des Tages gab es diesen Auftakt mit dem Theaterstück, wo die Kinder... Oder wo das wichtige Wort ist, Gott liebt dich, wie du bist. Und ich denke, dass es immer gut ist, dass die Kinder das halt immer wieder in Erinnerung haben und die Erwachsenen eigentlich auch. Und eben Freude, mit den Kindern zu haben und in einem kirchlichen Rahmen noch dazu. Die Schwestern sind ja sehr offen und also strahlen wirklich Freude aus. Also es macht wirklich Spaß hier. Ja. Familie zu stärken, auch in ihren unterschiedlichen Modellen. Das ist das Anliegen der Familienseelsorge der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die hier Gespräche anbietet und ein offenes Ohr für die Menschen hat. Ich erfahre mich da selber sehr oft auch als ein Beschenkter, wenn ich sehe, welcher Reichtum in unseren Familien lebt. Die sind ja nicht nur defizitär. Man hat ja den Eindruck und man jammert da viel. Ich möchte aber auch ganz dezidiert die Ressourcen und die Stärken von Familien sehen, die im Alltag Tag aus und Tag ein gelebt werden. Und das ist eine tragende Säule, sowohl für die Kirche wie für den Staat. Ohne Familie ist kein Staat zu machen, aber auch keine Kirche, denke ich. Höhepunkt des Tages ist ein gemeinsamer Gottesdienst mit Weihbischof Johannes Kreidler. Rund 5000 Menschen sind gekommen, um mitzufeiern. Ja, Gottes Herz schlägt für uns. Aber auch unsere Herzen schlagen füreinander. Ich glaube, wenn die Menschen heute glücklich von hier weggehen, nicht nur von dem Event, sondern mitnehmen können in ihrem Herzen, da ist einer, der für mich da ist, egal wie es mir geht. Und er hat ein gutes Wort für mich. Die Liebe ist das Band, die alles zusammenhält. Und darin hat auch der Schmerz Platz. Ja? Und darin hat auch ein Streit Platz, weil wir haben die Möglichkeit, uns wieder zu versöhnen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen in dem Miteinander, in dem ganz Menschlichen und auch in der Feier der Eucharistie, genauso wie beim Stockbrotbacken oder beim, keine Ahnung was, Bogenschießen, erfahren, es ist möglich, dass wir gut miteinander leben, dass wir menschlich ein gutes Wort füreinander haben. Und es gründet letztlich in der Liebe, die Gott zu uns hat und die er uns in sein Wort geschenkt hat. Und das, denke ich, ist die Botschaft. Das Kinder-Franziskus-Fest im Kloster Siesen findet jedes Jahr am 1. Mai statt.